Dein Erz, um ihn zu knechten. Muhahaha. Ja, und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Crafted Deck 8. Heute pranken wir Joe. Der hat ja gesagt, er braucht tonnenweise Redstone. Er hat ja nichts dagegen, wenn ich in die Base voll hau. Ich hau ihm die Base voll. Mit Redstone. Komplett unter das Dach. Und vielleicht setze ich es ein bisschen ekelhaft, damit das nicht ganz so einfach zum Abhauen. Seht ihr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß. Falls ihr mich noch nicht kennt, würde mich freuen, wenn ihr vergesst, den Kanal zu abonnieren. Landet alle weiteren Folgen in der Abo-Box. Hilft extremst. Und ein Like werden in dem YouTube-Algorithmus. Das wäre auch immer wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und lieb. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Und jetzt gehen wir los mit der Folge. Let's go. Okay, wie du möchtest. Wenn du Hilfe noch raus hast, also, ich sag mal so, wenn du einen Auftrag suchst, ne, ich kann's doch gerne machen, ne, so. Ich will ein bisschen noch ab Tresor bauen, wenn du nichts dagegen hast, aber wenn ich gleich noch Zeit habe, können muss wir nicht gerne heute machen. Sein, muss nicht heute sein. Also, irgendwie heute, nächsten Tage, sonst. Also, ganz ehrlich, wenn du Bock hast, die Dinger zu bauen, dann darfst du das natürlich auch gerne machen, wenn du ein bisschen was im Stream noch machen möchtest. Kann ich mir damit ein wenig Redstone verdienen? Redstone verdienen? Ach so, Payment und Redstone, ja klar, das kriegen wir hin. Ja, also quasi so vielleicht so ein paar Stacks Redstone Ore, da wäre ich doch echt dankbar drüber. Wäre es mit gleich fertigem Redstone, weil das mehr Sinn macht? Ja, kannst du auch. Du kannst auch sofort fertigen Redstone geben, keine Ahnung. Ja, klar. Also, damit kannst du mich wirklich gut entlohnen, muss ich sagen. Wie lange halten dir 3 Stacks Redstone-Blöcke? Nicht so lang bei mir. Was ja, satisfying wäre, wenn ich Redstone. Dich den Berg einfach abbauen lasse, ne? Das wäre hier die Made im Speck. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie sind das 10 Stacks Redstone-Erz? Also, mal gucken. ich lasse mir was einfallen, wenn ich farme ich einfach jetzt ein bisschen Redstone-Erz und dann gucken wir mal. Dann sorge ich jetzt erstmal dafür, dass ich dir ein bisschen Redstone farm. Und ich werde dir einen eigenen Berg bauen, weil den anderen habe ich halt versucht, entsprechend zu terraformen und gut aussehen zu lassen. Ey Joe, wenn ich deine Base vollmüllen darf, kann ich die mit Redstone vollmüllen? Wenn ich den behalten darf? Ja, du dürfst den abhauen behalten. Du musst nur vorsichtig sein, dass du mit dem Redstone nicht aus Versehen irgendwelche Schaltung triggerst. Achso, also das Problem ist, du hast ja keine eigene richtige Base, ne? Du hast nur die One Diamond Group, Mist. Ich habe die Base bei IOSA 100, der Turm, das ist unsere Base. Dann mache ich das auch jetzt, dann besorge ich dir ein bisschen Redstone, damit das alles passt und ja, wunderbar. Ja, bin glücklich. Und Rest kannst du behalten und vielleicht kann ich ja mal gucken, vielleicht kriegen wir mal so richtig ekelhaften Prank hin. Mal gucken. Bin gerade nochmal in eine Mine reingegangen, weißt du was, wir stellen schon ein bisschen Redstone hin, wie wär's denn mal damit? Aber so ein ganz kleines bisschen Redstone. Ich gehe einfach in jeden Gang rein, nehme ein bisschen was mit. Das sollte ja gar nicht mal allzu lange dauern. Wenn ich so ein halbes Stündchen hier farm, kriege ich ja schon massiv zusammen. Und dann machen wir das doch mal. Wir kleistern dem alles zu. Dann hat er nämlich das Pech, alles abbauen zu müssen. Sozusagen. Und er ist erstmal zufrieden, was Redstone betrifft. Wie wäre es denn mal damit? Für den kompletten Raum mit Redstone, richtig. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. So, und jetzt können wir doch gleich mal eine saftige Portion Redstone verteilen. Ja, würde sagen, machen wir das einfach direkt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Stacks Redstone-Erz, würde ich mal sagen. Wie viel habe ich denn eigentlich noch übrig überhaupt? Ja, ich würde sagen, so eine Kiste machen wir voll, oder? Oh, hier oben auch noch was. Egal. Ja, das Restliche platziere ich jetzt. Und dann haben wir das für Joe gefahren. Das ist doch nicht schlecht, ne? Wollen wir alles hier zukleistern? So komplett alles? Also so einen riesigen Berg einfach obendrauf? Ja, nee, fühle ich nicht so ganz. Ja, den Counter voll auf jeden Fall. Hier können wir einfach auffüllen, einfach über die drüber. Ich laufe aber mit Redstone-Erz jetzt entlang. So richtig ekelhaft wird das hier verteilt. Meine Damen und Herren, der Prank an the Joecraft beginnt. Er hat gesagt, er braucht ein bisschen Redstone und dann legen wir doch mal los. Er braucht auch noch Materialien, um dann irgendwie bei uns mal die Schließfächer dann zu bauen, aber ich glaube, das hier wird fürs erste Mal reichen. Oh yes. Die One Diamond Group wird zur One Redstone Group. Ich sag's euch. Joe wird kotzen von so viel Redstone. Wir müssen auf jeden Fall auch noch ein bisschen was woanders hin verteilen. Also wir können das jetzt hier nur auf einen Haufen machen. Es muss ein bisschen nervig sein, das abzubauen.
müsste ich noch das Herz oben von der One Diamond Group zur One Redstone Group machen. Die Schrift ändern zu Rot und zu Redstone Blöcken ändern das Herz oben. Nee, machen wir nicht. Not again, das wäre zum zweiten Mal, das wäre ein bisschen lame. Joes Keller hat ein Problem. Oder sagen wir mal so, er wird für die nahe Zukunft keinen Redstone-Mangel mehr haben. Glaubst du, er wird so ein bisschen über den nächsten Monat drüber kommen, in seinem Redstone-Output? So, ist keine Schaltung kaputt gegangen, keine Welt kaputt gehen beim Abbauen. Aber wisst ihr, was geil wäre? Wenn ich hier unten allerdings unter einem Redstone noch eine Falle baue oder so. Dann baut er das Redstone ab. Kaboom! Wäre das geil? Nee? Ja, nee. Ah, ihr petzt das eh. Nee, machen wir nicht. Yes. Ah, du hast gejoint. Das war der Sinn. Ein Job bekommen, weil er einen Clip gesehen hat, wo du erwähntest, dass Diamond in Redstone hart zu Ende, wo ich es nicht gemacht habe. Nee. Haben wir nicht gemacht. Sechs Stacks Redstone? Hä, wir hatten noch mehr. Hatten wir nicht 17 geholt? 3 habe ich rausgefüllt und so? Naja, pranked. Gucken wir doch mal. So, da bin ich wieder zurückgekommen. Ich habe Joe gesetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich habe bei Joe fast 14 Stacks gesetzt. Schau den Stream, ja. Joe, ich habe 14 Stacks gesetzt. Nicht 13, 14. Wenn du zwischendrin verloren hast, dann ist der Pech gehabt. Es sind aber nur Stacks. Ja, dann hatte jemand anders. Ich habe 14 gesetzt. Seht ihr auch gestern im Stream. Also. Dann hat er vielleicht abgebaut und nicht alle eingesammelt. 3, 4, 5. Wir haben 6 Stacks gefunden. Könnt ihr das mal kurz klippen und an Spark schicken? Also, mehr war hier nicht, oder? Nö, ich habe 14 gesetzt. Ja, war ein Prank. Na, also. Wie lange hast du zum Abbauen gebraucht? Mal so. Also, ich habe 13 geschätzt, weil ich es nicht mehr wusste. 30 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.